guten Appetit. Metall, liebe Metal-Leute. War das jetzt blöd? Ich bin wieder am Start und jetzt werdet ihr erfahren, warum ich eben Soul Sand ausgegraben habe und tatsächlich 50 Klötze. Das ist doch viel zu viel, Digga. Ich möchte nämlich Folgendes. Wir haben hier wunderbare Campfire und wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Was fehlt? Stöcke. Stock fehlt. Halt dein Schnauze, Stock fehlt. Okay, das sollte doch eigentlich kein Problem sein. So. Und dann nur nicht zu viele machen. 60 reicht. Okay. Ach ja, die Klobeere, die lege ich mal hier rein. Und die Zombie-Pelle dann auch mal. Alter, so viel Leder. Ja. Wir werden sicherlich noch mal so viele Item Frames brauchen. Wir brauchen noch ein Campfire. Na prima. Wozu? Ach nee, wir brauchen zwei. Ja. Nicht Camo. Ein Camo Fire ist auch ganz geil. Zwei. Zwei. Was fehlt jetzt wieder? Nichts. Gut. Das sollte reichen. Und ich hätte jetzt eigentlich noch was anderes mitnehmen können. Dann hätte ich mir das Ganze hin und her hier sparen können und vor und zurück und rein und raus. Ist wieder Ugo-Frieden oder was? Ich höre einen Magma-Slime herum. Ach, guck mal. Schön. Ich mag die Viecher ja. Hallo. Ziehharmonika. So, da kommen die Kleinen. Sag mal. Bin ich hier auf dem Server oder was? Ach. Kleine Ziehharmonika ist auch noch. Irgendwo ist hier noch einer. Ach, der ist da runtergefallen. Guck mal. Ach, mehrere. Ach, ihr armen kleinen Slimies. Ich lasse euch nicht allein. Ach, guck mal. Da liegen noch die ganzen Erfahrungspunkte von den Ugo-Schlachten. Nehmen wir mit. Ja, es war wohl gerade kurz noch vorm Despawn. Ugo? Haben wir wieder, sind wir wieder cool, Brüder und Schwestern. Brüder Ugos. Ja, keine Antwort. Dann muss ich wohl hart durchgreifen. Na, was mache ich hier? Kann man an den Globären hochklettern? Das wusste ich noch gar nicht. Ah, ist ja cool. So, aufpassen. Guck mal, Süßbären wachsen im Bären wachsen im Nether. Das ist ja kurios. Nee, also ich glaube, die Bäume brauchen noch etwas mehr Luft nach oben. Da muss ich also, weißt du, wenn wir schon mal hier sind, ja, es kann eine heiße Dusche geben, ist mir aber auch egal, dann laufe ich schnell weg. Wie ein feiges kleines Häschen, Brathäschen. Oh, gebraten ist Karnickel lecker.
Nö, ich bin nicht vegan und auch nicht vegetarisch. Schnauze. Warum sollte ich das sein? Wenn der liebe Herr Jehova nicht wollte, dass wir Tiere essen, hätte er sie nicht so lecker gemacht. Fertig, Schuss aus Ende. Der Ugu, dem gefiel das jetzt gar nicht, was ich gesagt habe. So. Ja, kein Wunder, er ist ja ein Schwein, ne? Und, ich hätte jetzt beinahe was ganz Falsches gesagt. Nö, so falsch wäre das gar nicht gewesen, aber das hätte man mir sehr, sehr übel genommen. Und ein bisschen Anstand kenne ich ja nun doch noch. So. Also lasse ich das mal lieber. Und vor allen Dingen, du musst immer noch ein paar unfeine Sprüche übrig lassen für einen anderen Tag, ne? Du darfst nicht dein ganzes Provokationspotenzial an einem einzigen Tag verschießen, sonst bleibt für andere Tage nichts mehr über. Und wenn du dann eines Tages mal so richtig Bock hast zu provozieren, dann stehst du auf einmal da, wie als wenn du dein ganzes PayPal-Konto leer gemacht hast und auf einmal Steam Sale ist, ne? So ist das. Alter, wird das schön hier. Ne? Man wird gar nicht erkennen können, dass es der Nether ist. Ich habe hier schon wieder eine Fruchtfliege. Könnt ihr die eigentlich sehen? Ach ja, und falls euch übrigens auf meinem dunklen Hoodie irgendwelche helleren Spuren auffallen, ich habe vorhin Pizzateig gemacht und habe dabei leider eine Mehltüte platzen lassen. Und ich kann einfach nicht alle Spuren davon von meinen Klamotten kriegen. Ach, guck mal, da habe ich noch mehr. Es ist noch nicht vorbei. Aber ich muss das hier irgendwie markieren, damit ich weiß, wie man hier rauskommt. So. Ja. Ich mag es einfach nicht, irgendwelche Hohlräume irgendwo drunter zu lassen. Zumindest keine großen. Ich weiß, es gibt da solche Leute, die schütten ganze Höhlen einfach dicht und sagen, let's call it a day, ne? Das verfolgt mich dann in meinen Träumen. Und ihr wollt nicht meine Albträume haben. Nein, das wollt ihr nicht. So, ach guck mal, Magma Creme mal 2. Ich bin begeistert. Sollen wir noch mal ein paar Ugus abschießen oder... Ugus abschießen. Ich guck mal hier so. Ah, sieht doch so schön aus da unten. Jetzt stell dir vor, wir heben das hier alles aus. Es wird alles weggemacht. Und der Kackenfrosch kann uns dann ständig unter Feuer nehmen. Hallo. Es ist irgendwie alles so tot hier. Ich mag das hier nicht. Ciao mit Tee wie tot. Ja, jetzt halt. Falsches Portal. That's what she said. ich darf das, ich bin der Honk. Nein, und der Horst, die darf das nicht. Warum? Weil ich das so sage. So. Gut. Ach, sieht doch geil aus hier, ne? Und jetzt dazu, wozu wir diese Dinge hier gemacht haben. Einmal zack. Bloß nicht reinlaufen. Das macht Aua. Und stimmt das eigentlich, dass das blaue Feuer mehr weh tut als das gelbe? Ich habe sowas gehört. So, und es... Scheiße, jetzt habe ich keine Erde mehr, aber weißt du was? Dann mach... Ach, warum eigentlich? Willst du so primitiv sein, Honk? Sei nicht so primitiv. Du hast die Technologie für dich entdeckt schon. Warum nutzt du sie nicht?
Ah! Weil ich sie nicht komplett gemeistert habe. Ja. Wer sagt dir, dass man eine Technologie immer voll meistern muss, ehe man sie nutzen kann? Genialer Dilettantismus nennt man das. Und ja, hier müssen wir noch mal hoch und deswegen wäre es einigermaßen dumm, hier alles dicht zu machen. Was ich jetzt schon machen kann, ist Folgendes. Ja, es wäre schön gewesen, wenn du das anders gemacht hättest. So, aber das geht natürlich auch. So. Nö, eigentlich ist das die falsche Position. Nö, eigentlich ist das die falsche Position. Ja, ich weiß es nicht ganz genau, wie es nochmal war. Ja, nee, so war es eben nicht. Habt Geduld, liebe Brüder und Schwestern. Ihr werdet bald erfahren, was der Honk vorhat. Ja, muss mir das nochmal anschauen. Ehe ich da totale Scheuse baue. Lass mich gucken. Oh, ouch. Ah, diese Fliegen machen mich wahnsinnig. Geduld. Ich muss wahrscheinlich noch mal rüber in die Planungswelt. Ja, Leute. Ich mach das mal eben kurz. Muss dann wieder 2 Minuten einplanen. Ich bin sofort wieder da. So, das hat doch ein bisschen länger gedauert. Weil es nicht so ganz einfach zu begreifen ist. Also, glaubt mir, das hat alles seine Bewandtnis hier. So. Und hier. In der Tat wird hochgebaut. Mal noch mal gucken. Mitte und 3 nach da. Okay. Es wird bald alles Sinn ergeben. Ich sag's euch. Es wird Sinn ergeben. So, nämlich irgendwie muss man ja da hochkommen und da habe ich mir was ausgedacht. Was wir natürlich erstmal machen müssen, ist nochmal rübergehen nach Honky Island. Ich darf nicht vergessen, dass ich überhaupt gar keine Goldklamotten dabei habe. Das könnte einigermaßen daneben enden. So. Ja, jetzt muss ich nicht vergessen, weil ich habe ungefähr 3 Minuten drüben in der Alternativwelt rumgehangen. Ich gebe es zu, ich hatte keine vernünftige Lösung für das Problem gefunden in der Kreativskizze. Und habe das dann einfach irgendwie so gelassen, wie es war. Wir haben nur noch 5 Leitern. Leitern! Ich sehe aber gerade ein anderes Material, das ich durchaus gebrauchen könnte. Das nehme ich mal mit. Und zwar erstmal alles. Hört ihr das? Hört ihr das? Spaß! Und gute Laune. So, wo ist der Vogel? Natürlich nicht hier oben. Zum Glück. Stell dir vor, die Schießerei würde hier drinnen stattfinden. Hui! Was ist das denn? Ach, guck mal. Hui! So, einer kaputt.
Memento Mori. Memento Mori, sage ich. Bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke, dass du sterblich bist, Lama. Alter, was mache ich hier? Was ist das denn für ein Geräusch? Hui! Bleib gefällig stehen! Stopp! Dieses Geräusch, wenn man das anklickt. Was passiert hier? Guck mal, wie das hier alles in Flammen steht. Alter! Ja, ein Glück, dass es keine wirklichen Flammen sind. So, das war, glaube ich, der chaotischste Lama-Händler-Kill, der jemals stattgefunden hat. Jetzt haben wir noch mehr Quatsch auf Tasche. Ach, guck mal, so viele Magma-Dings haben wir hier schon. Und so viele Ledge. So. Ist hier vielleicht noch was drin? So. Was wollte ich jetzt? Ich wollte noch Leitern machen. Ich wollte eigentlich Leitern holen, habe jetzt aber keine gefunden. Okay. Ja, das hier unten müsste eigentlich auch mal fertig gebaut werden. Müsste. Aber wisst ihr, wenn wir erstmal drüben das Arcane-Institut halbwegs fertig haben, dann können wir uns auch gerne an andere Dinge machen. Ach, es ist noch ein anderes Projekt, das ich so gerne heute angefangen hätte. Aber ich traue mir irgendwie nicht zu, heute eine 4 bis 5 bis 6 Stunden Sitzung zu machen. Dann muss also diese Sitzung hier Honkheim in 2 Teilen stattfinden. Hört sich komisch an. Ist es auch. So, was macht der da, ne? Beobachte und staune. So. Wir brauchen mehr Leitern. Und ich würde sagen, mit diesen 6... ich bin schon wieder sexuell frustriert, was? Fixiert natürlich. Da denke ich doch gleich wieder an das gute Stück Hundegelatine der bekannten Punkband Pisse. Ihr schon mal gehört? Ja, Hundegelatine. Einfach mal eingeben. Ist ein wunderschönes Lied. Muss man lieben. So. Das da ist gefährlich. Deswegen wird das auch gleich mal irgendwie so ein bisschen gesichert, glaube ich. Ja. Nehme ich an, dass das passiert. Ich glaube, hier mache ich so einen Kamin rundherum. So hier. So hier. Und hier. Er macht alles kaputt. Nein. Sagen wir es so, ich repariere einfach ein bisschen. Ich mache Dinge sicherer. Man will ja schließlich auch nicht in dieses Feuer reinfallen. Durch irgendeinen blöden Zufall. Und irgendwie musste man ja hier hochkommen. Und deswegen kommt hier solch ein lustiger kleiner Kamin hin. Durch den man nach oben steigen kann. Ich finde den lustig. So. Ja, natürlich. Wundervoll. Hätte ich jetzt... gar nicht gedacht. Okay. Warum eigentlich, Entschuldigung, warum eigentlich habe ich das hier gemacht? Denn das hätte eigentlich nicht sein müssen. Ach. So geht das nämlich auch. Ja, dann kann das so bleiben. Ich sehe gerade... Alter, kann ich nicht mal irgendwas zu Ende bauen, ohne dass mich die Nacht stört? Hui. Sollte man vielleicht auch absichern. Wo wir schon mal am Sichern sind.
Chaos, ja,